Und zwar wurde der Scheich eine ähnliche Frage wie die letzte gestellt, aber ebenfalls über das Urteil der islamischen Schauspielen oder wie Serien oder Filme. Und das Urteil darüber, wenn man sie anschaut. Der Fragende fragte uns oder sagte in seiner Frage, er fragt allgemein über diese Zentren, die im Sommer stattfinden, dass sie dort eben Filme schauen und so weiter. Der Scheich antwortete, erstens, Schauspielen, das, was mir klar wurde, ist, dass es verboten ist. Warum? Denn es ist aufgebaut auf verbotenen Sachen. Wie zum Beispiel, erstens, die Lüge. Warum? Denn das ganze Schauspiel ist aufgebaut auf der Lüge. Und es wird nichts vollständig, außer durch die Lüge. Und die Lüge ist verboten. Es gibt kein Muslim zweifelt daran, dass das Lügen verboten ist. Allah tadelte das Lügen und denjenigen, der lügt. Er hat ihn sogar verflucht. Allah sagte, danach richten wir den Fluch Allahs auf die Lügen, auf die, die lügen. Und im Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das Lügen leitet zur Frevelei und die Frevelei leitet zum Feuer. Zweitens, also das war die erste Angelegenheit im Schauspiel, das Lügen. Zweitens, das Fälschen und das Falsche vorgeben oder das Falsche beanspruchen und behaupten. Und im Hadith sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der das behauptet, was ihm nicht zusteht, der ist nicht von uns. Drittens, etwas spielen, vorgeben. Warum? Denn der Schauspieler spielt, dass er weint oder dass er lacht oder dass er traurig ist oder glücklich oder wütend oder zufrieden und das Ganze ist nur eine Lüge. Viertens, dass man in die Rolle einer Person schlüpft. Und es kann sein, dass der Muslim einen Käfer spielt. Oder einen Sünder. Oder dass der Käfer oder ein Sünder eine gläubige Person spielt. Von den großen Persönlichkeiten im Islam. Wie zum Beispiel ein Sahabi. Oder einen Gelehrten. Oder einen gerechten Herrscher. Und das ist eine gewaltige Sünde und ein gewaltiges Verbrechen. Fünftens, die Schauspieler erlauben einige verbotene Dinge für erlaubt. Man muss wissen, dass wenn man eine Person nachmacht in ihrer Art oder in ihrem Gang, oder in ihrem Gerede, dass das Riba ist. Es ist Lästern. Und das Lästern ist verboten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich mag es nicht oder ich liebe es nicht, dass ich jemanden wie nachmache und dass mir dann das und das gebührt oder zusteht. Sechstens, die Schauspielerei lehrt das Betrügen und die Sünden. Siebtens, diejenigen, die Schauspieler, die Muslime sind oder vorgeben, Muslime zu sein, dienen in Wirklichkeit nur den Orientalisten, den Feinden des Islam.
Sie nehmen, wie machen Sie das? Sie nehmen, die Überlieferungen, die verfälscht sind oder gelogen sind, über führende Persönlichkeiten im Islam. Und das Beabsichtigte von diesen Überlieferungen ist, dass man diese Leute niedriger macht, als sie sind. Diese Schauspieler nehmen diese Überlieferungen und sie verbreiten sie. Und es kann sein, dass sie bemerken, was sie tun. Es kann aber auch sein, dass sie keine Ahnung haben, von was sie tun. Und sie denken, dass das, was sie auch sagen über diese Leute, oder dass sie das, was sie vorspielen, dass es richtig ist. Und in dem haben sie den Orientalisten geholfen. Und sie helfen, den Islam zu erniedrigen. Und die Leute des Islam zu erniedrigen. Und das ist die höchste Art, wie man dem Islam schaden kann. Und den Leuten und den Muslimen schaden kann. Und es kann sein, dass er durch seine Tat bis zum Unglauben geht. Achtens. Die Sahaba, radiallahu anhum, und die nach ihnen kamen, wurden beeinflusst, wenn sie den Koran und die Sunna hörten und die Ermahnungen. Und sie brauchten nichts, die Schauspielerei. Das sind 8 Dinge, die der Sheikh erwähnt hat, die im Schauspielen, also verboten sind, oder die das Schauspielen mit verbotenen Dingen, an verbotenen Dingen mit sich bringt. Zweitens, die Anashid, wir sagen, die Gedichte, in welchen, es gibt verschiedene Arten von Gedichten. Die Gedichte, in denen zum Beispiel angespornt wird zum Dschihad, oder dass man gute Taten verrichtet, oder über gute Leute redet und dass man vor den schlechten Taten warnt und sie verbietet, und auch die diese Taten verrichten, dass man sie schlecht über sie redet. Und in den Gedichten, in welchen man nicht die Ehre des Muslims ohne Recht verletzt, oder dass man übertreibt, diese Art von Gedichten, diese Art von Gedichten wurden dem Propheten sallallahu alaihi wasallam vorgetragen. Und er hat sie sich angehört. Und sogar in seiner Moschee. Und deshalb sagen wir, wenn die Anashid oder die Gedichte des Anashid von dieser Art sind und ein Mann das rezitiert oder aufsagt oder sozusagen singt, und wenn das an einigen Geschehnissen oder an einigen Veranstaltungen geschieht und nicht oft, und wenn das nichts von dem ablenkt, was wichtiger ist, dann verbieten wir das nicht. Dann ist es erlaubt. Aber, dass man die Energie zu einem Brauch macht, oder dass die Sänger so, wie soll man sagen, so wie in Tonlagen singen und so, und dann andere, also hinter ihnen, nochmal singen, so wie, dass es so ein Gemeinschaftsgesang wird. Dies hat drei, also in dieser Sache liegen 3 Erneuerungen. Erstens, die Erneuerung des Talhin. Und der Talhin bedeutet, dass man seine Stimme musikalische Tonlagen bricht. Man bricht die Stimme auf musikalische Tonlagen. Das ist die erste Erneuerung. Zweitens, dass man das in der Gemeinschaft singt. Warum? Weil die Salaf das nicht gemacht haben. Drittens,
Wir kennen niemanden, der Allah durch den Gesang dient, außer die Sufis. Und ich fürchte, für die Leute, die sich eben mit den Anashid, die ganze Zeit sich Anashid anhören, dass sie nach einiger Zeit den Gesang zu einer Anbetung machen. Und die Sufis haben angefangen, in den Gedichten der Enthaltsamkeit und in den Gedichten, in denen es um das Verlangen nach dem Paradies geht. Und dann haben sie noch Taqtaqa hinzugefügt. Wahrscheinlich sind das Träume oder so, ich bin nicht ganz sicher. Al-Shafi'i sagte, das was wir schon vorher erwähnt haben, ich kam zu Leuten im Irak, ich ging zum Irak und die Zanadiqa, und das sind eben Leute, die die Religion verlassen haben, haben etwas eingeführt. Sie nannten es die Veränderung, mit der sie die Leute vom Koran abhalten. Und Ibn al-Jawzi sagte, nachdem er die Aussage von Imam Shafi erwähnte, dass Abu Mansur al-Azhari eben diese Al-Mughayyara, yani diesen Gesang erwähnte, und er sagte, das sind Leute, die zum Gedenken Allahs und zu seinen Bittgebeten, also sie verändern sozusagen wie die Situation der Leute, dass sie, also sie rufen zum Gedenken Allahs auf und zum Rufen Allahs und zum Demütigsein Allah gegenüber, wie mit den Gedichten, in denen sie auch wahrscheinlich schlagen, die Trommeln, und sie nennen das die Veränderung. Und es wurde überliefert, dass Imam Ahmed sagte, die Veränderung, und er meint eben dies, dass man die Leute durch Gesang oder durch Gedichte also die Situation von ihnen verändert, dass es eine Bidah sei. Man sagte zu Imam Ahmed, aber es macht das Herz weich. Er sagte, es ist Bidah. Und ebenfalls erwähnte Sheikh Ahmed Najmi über andere Gelehrte, dass sie über diese Tat sagten, dass sie eine eingeführte Bidah sei. Der Sheikh sagt, wenn du das jetzt weißt, dann fürchte ich, dass wenn die Zeit vergeht, dass der Shaitan sie dazu bringt, dass sie diesen Gesang oder diese Energie zu einer Anbetung machen. Und dass sie es danach, dass sie es danach mit verbotenen Sachen vermischen, wie die Trommeln und das Tanzen, genauso wie die Sufis es machen. Möge uns Allah vor dem schützen, mit dem er sie geprüft hat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.